Heute in Gesundheit die Dokumentation. Vermeintlich versucht man, den Verbraucher gut aufzuklären, aber wenn Sie im Detail einfach mal nachlesen, ist das gar nicht so. Es ist auch die Alltagsbewegung. Die Alltagsbewegung spielt natürlich auch eine Rolle. Alle reden dann immer vom Sport und sagen, ja, wir gehen so viel ins Fitnessstudio wie früher. Nein! Wir schätzen, dass mindestens über 100 Lobbyisten hier in Brüssel für die Zuckerindustrie arbeiten. Also sicherlich habe ich da eine Wut auf diese ganze Lebensmittelindustrie. Aber ich sage auch, man ist auch selber sein Herr. Ein, zwei Tassen Cappuccino. Müsli-Light gemischt mit Fruchtjoghurt, ein Glas Multivitaminsaft. Was nach einem gesunden Frühstück aussieht, enthält jedoch bereits mehr als die empfohlene Tagesmenge an Zucker. Die WHO empfiehlt höchstens 8 Würfel Zucker am Tag. Durchschnittlich nimmt ein Deutscher aber fast das Vierfache täglich auf. Das sind rund 35 Kilo Zucker im Jahr. Ohne dass wir es oft merken, ist vor allem in Fertigprodukten eine Menge Zucker. Auch in Lebensmitteln, in denen wir es nicht erwarten. Isst man diese Currywurst, hat man bereits die empfohlene Menge überschritten. Das Doppelte ist in einem Glas Rotkohl und das Dreifache in dieser Ketchup-Tube enthalten. Diese Mini-Portion Kinderjoghurt enthält 2 Würfel, die ganze Packung 12 Würfel. Eine der wichtigsten Strategien der Zuckerlobby zielt auf die Nährwertangaben auf Verpackungen, sagen Verbraucherschützer wie Oliver Heusinger. Eine Strategie, wie uns die Kennzeichnung in die Irre führen soll, ist, dass eben so getan wird, als wären besonders kleine Portionen realistisch. Denn 30 Gramm Frühstücksflocken ist ungefähr die Hälfte von dem, was Kinder tatsächlich essen. Und dadurch klingt es aber so, als wären eben nur 10% der Referenzmenge in einer Portion enthalten. In Wahrheit wären es eher 20. Aber Moment, aber das muss doch definiert sein, was eine Portion ist und was nicht. In den USA gibt es dafür Definitionen, die auch von der Regierung gemacht werden. In Europa ist es so, dass bis heute keine solchen Vorgaben existieren. Das heißt, dass die Herstellerverbände sich zusammensetzen und dann sagen, gut, für uns ist eine 30-Gramm-Portion Frühstücksflocken realistisch. Und dadurch können sie den Zuckergehalt kleinrechnen. Auch sie konnte sich der Verführung nicht entziehen. Susanne Bayer ist Steuerkauffrau mit einer langen Leidensgeschichte. Bevor sie nach einer Magenoperation fast 40 Kilo abnimmt, ist sie schwer adipös, also fettleibig. Es war schon schlimm für mich. Ich war halt irgendwie gefangen im eigenen Körper. Ich wollte raus, wollte Freundschaften schließen, wollte auch anerkannt werden. Aber es war auch teilweise halt nicht möglich, weil man einfach ausgeschlossen wurde. Ich kann mich selber nicht leiden. Wollte mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Ich habe halt für vieles auch Ausreden mir dann ausgedacht, dass ich nicht außer Haus muss. Ich habe sehr viel geschwitzt. Das war dann auch ein großes Problem für mich. Man möchte sich bewegen. Kann aber nicht, aber je weniger man sich bewegt, desto mehr Schmerzen hat man. Und da kommt man irgendwie, da nicht mehr raus. Mit 20 wird bei ihr Typ 2 Diabetes festgestellt. Jahrelang bleibt die Krankheit unbehandelt und entgleist nach diversen Diätversuchen und einer Schwangerschaft. Zunehmen und mehr Insulin spritzen, also weil die Zuckerwerte hoch waren. Und dann musste ich mehr Insulin spritzen. Dann habe ich mehr zugenommen, weil durch das Insulin nimmt man dann wieder mehr zu. Mehr zugenommen, weniger Bewegung, höhere Blutzuckerwerte, wieder mehr Insulin. Das ist dieser Teufelskreislauf.
Ich muss mich dann bis zu 15 Mal am Tag spritzen. Also pro Mahlzeit dann 3 bis 4 Mal. Das war schon ganz schön heftig. Manchmal wusste ich dann gar nicht mehr, wo ich hinstechen soll. Weil, also überall. Ich habe zwar eine große Fläche gehabt, aber trotzdem muss man immer aufpassen, dass man auch nicht immer an die gleiche Stelle dann nicht auch sticht. Ihre Eltern vermittelten kein Bewusstsein für gesunde Ernährung. Als Kind war ich eigentlich untergewichtig. Meine Mutter hatte mal gesagt, ich bin mit Schokolade und Eier groß geworden, weil ich nichts anderes gegessen habe. Eva, kommst du bitte, Essen ist fertig. Okay. Teenageralter habe ich mein Interesse fürs Essen gewonnen und bin ständig gewachsen. Früher war ja dann auch diese ganzen Fixprodukte. Gab es dann mal eine Tafel Schokolade zum Mittagessen? Habe ich von der Kollegin übernommen. Ging schnell, konnte man am Schreibtisch essen. Irgendwann half nichts mehr. Die Adipositas und der Diabetes waren so lebensbedrohlich, dass ihr damals nur die Magenoperation als letzte Maßnahme blieb. Ja, falsch gemacht habe ich, dass ich das Falsche gegessen habe. Ja, einerseits ist jeder selber für sich verantwortlich natürlich. Aber wenn man es nicht anders gelernt hat, wenn die Lebensmittelindustrie das einem vorgaukelt, ist jeder eigentlich irgendwie, was heißt Mitschuld? Der hohe Zuckerkonsum kann sich schädlich auf unsere Gesundheit auswirken, warnt Professor Hans Hauner. Die Weltgesundheitsorganisation WHO befürchtet sogar eine Übergewichtskrise enormer Ausmaße in Europa. Es gibt nach Meinung sicherlich der Experten weltweit immer stärkere Hinweise, dass ein hoher Zuckerkonsum schädlich ist für die Gesundheit des Menschen. Sie fördert Übergewicht, vor allem bei Kindern, bei Jugendlichen, die ja viel an Zucker, meist in Form von Getränken dann konsumieren. Aber auch bei jungen Erwachsenen kann das ungünstige Folgen haben, bis hin auch zu Herz-Kreislauf-Krankheiten, Karies natürlich. Also es gibt genug Gründe, den Zuckerkonsum auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen. Zwar ist seit den 70er Jahren der Haushaltszuckerverzehr gleichbleibend hoch, aber wir konsumieren immer mehr versteckten Zucker. Denn hinter vielen Bezeichnungen vermuten die meisten Verbraucher keinen Zucker. Dieses Müsli enthält 10 Zutaten, die zum Zuckergehalt beitragen. Neben Zucker sind das Glucose-Fructose-Sirup, Dextrose, Magermilch-Joghurtpulver, gefriergetrocknete Himbeeren, Himbeersaftkonzentrat, Fructose, Invertzuckersirup, Gerstenmalzextrakt und Glucose-Sirup. Erik Veselius kämpft gemeinsam mit der Organisation Corporate Europe Observatory für mehr Transparenz. Er weiß, die Zuckerlobby versucht, Macht auszuüben. Dass der Zuckerkonsum nicht stärker reguliert wird, dafür setzt sich die Industrie besonders in Brüssel ein. Die Zuckerlobby soll mit millionenschweren Kampagnen die zuständigen EU-Behörden umwerben, um industriefreundliche Regelungen durchzusetzen. Wir haben herausgefunden, dass sie mehr als 23 Millionen Euro pro Jahr ausgibt. Das ist vergleichbar mit der Auto- oder Tabakindustrie. 2010 kam die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA zu dem Ergebnis, es gebe nicht genügend wissenschaftliche Beweise für einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Übergewicht. Und daher auch keinen Grund, niedrigere Obergrenzen für zugesetzten Zucker festzulegen. Diese weltweit beachtete Einschätzung nahmen 21 Experten der EFSA vor. Nur von den 21 Mitgliedern hatten 8 enge Verbindungen zur Lebensmittelindustrie. Und damit nicht genug. Von den dabei verwendeten 5 Studien, die diese Aussage stützten, wurden 4 von der Industrie bezahlt. Und natürlich kamen diese zu anderen Ergebnissen als unabhängige Experten. Eine Sprecherin der EFSA bestreitet das auch gar nicht.
Sowohl unabhängige als auch von der Industrie finanzierte Studien waren Grundlage dieser Entscheidung. Die Mitglieder des Gremiums wurden alle überprüft und nach den strengen Kriterien der EFSA beurteilt. Keiner der Experten, die zu dieser Empfehlung beitrugen, hatte unserer Ansicht nach einen Interessenskonflikt. Natürlich sind solche Vorwürfe eben sehr einfach zu erheben, aber das Entscheidende ist die Auseinandersetzung mit der Qualität der Studien und der wissenschaftlichen Qualität. Und das sollte unserer Auffassung nach der alleinige Maßstab sein, ob diese Ergebnisse für eine Entscheidung, für eine wissenschaftliche Entscheidung dann herangezogen werden können. Und die EFSA hat die Aufgabe natürlich, dann diese Studien entsprechend zu Rate zu ziehen, unabhängig natürlich auch von ihrer sozusagen Kofinanzierung, sondern hat natürlich dann zu schauen, ob die wissenschaftliche Qualität eben dann ausreicht. Wie kann es sein, dass Studien der Industrie so viel Gewicht bekommen? Der Coup der Zuckerlobby? Sie gibt sich einen wissenschaftlichen Anstrich. Unter anderem über das International Life Sciences Institute. Mitglieder sind Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Red Bull, Danone und Südzucker. Ausgestattet mit einem Millionen-Dollar-Etat haben sie sich eine renommierte Adresse gesucht. Den Campus der Katholischen Universität in Brüssel. Dieses International Life Sciences Institute klingt sehr neutral. Tatsächlich wurde es jedoch von der Lebensmittelindustrie gegründet und ist daher überhaupt nicht neutral. Es fördert Industrieinteressen, indem es wissenschaftliche Forschung bezahlt. Mit dieser Forschung versuchen sie, Entscheidungsträger zu beeinflussen. Selbst die WHO kritisiert die europäische Lebensmittelbehörde EFSA scharf. Wir stellten fest, dass die EFSA alle Beweise und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten, einschließlich der aus den Jahren 2002 und 2007, außer Acht gelassen hat. Wie viel Gehör haben die Zuckerlobbyisten im EU-Parlament gefunden? Der Grünen-Politiker Bart Staes kann die Lobby-Einflüsse in seiner täglichen Arbeit beobachten. Rot, Gelb, Grün. Die Ampelkennzeichnung sollte Verbrauchern auf einen Blick zeigen, wie gesund ein Lebensmittel ist. Wurde jedoch überraschenderweise vom EU-Parlament abgelehnt. Was wir als Beweis haben, ist, dass in einem bestimmten Moment bestimmte Gesetzesänderungen genau gleich klingen, obwohl sie von verschiedenen Personen eingebracht werden. Das ist sehr seltsam. Oft sage ich, das ist der ultimative Beweis, dass Gott existiert. Er irgendwo da oben schafft es, dass drei Personen unterschiedlicher Herkunft aus verschiedenen Mitgliedstaaten und mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen dieselben Änderungen einbringen, mit den gleichen Sprachfehlern. Das ist ein sehr starker Einfluss der Lobby. Lobbying. 62 Organisationen lobbyieren für Zucker und zuckerhaltige Produkte in der EU. Zucker ist ein Milliardengeschäft. Auch weil es ein Inhaltsstoff mit besonderer Wirkung ist. Was passiert eigentlich, wenn wir Zucker essen? Sobald unsere Zungenspitze mit Nahrung in Berührung kommt, sendet sie Signale an unser Gehirn. Die Großhirnrinde verarbeitet den Geschmack des Lebensmittels. In unserem Fall süß. Dann wird unser Belohnungssystem aktiviert. Ähnlich wie bei Drogen oder Sex. Leckeres Essen sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Das Fatale: stark zuckerhaltige Lebensmittel schütten ein Vielfaches dieser körpereigenen Drogen aus als etwa Gemüse. Und das gute Gefühl, das wir dadurch bekommen, wollen wir immer wieder erleben. Ein Teufelskreis beginnt. Ein Teufelskreis, dem sich auch Susanne Bayer nicht entziehen konnte. Doch dass starkes Übergewicht Typ-2-Diabetes und andere Krankheiten hervorrufen kann, wusste sie lange nicht. Ich hatte erstmal Asthma, dann Bluthochdruck, Bandscheibenvorfälle, Gelenkschmerzen, Schlafapnoe. Nachts hatte ich Aussetzer, meine Zehen sind taub, schwitzend, der Augenhintergrund. Das war es eigentlich so. Es reicht.
Die ganze Familie leidet unter ihrem schlechten gesundheitlichen Zustand. Der ist zuletzt so lebensbedrohlich, das Schlaganfallrisiko so hoch, dass ihr Arzt ihr zur Magenoperation als letztem Ausweg rät. So eine OP ist natürlich auch wahnsinnig teuer und wird von der Krankenkasse auch nicht so gerne genehmigt. Dann wurde das Ganze dreimal abgelehnt, weil Diabetes nicht der Hauptgrund für eine Magen-Bypass-Operation ist. Die sehen da keinen Zusammenhang. Und das ist halt so. Und dann kam der Stempel drauf, abgelehnt. Sie kämpft weiter, bis zur Bewilligung. Ich habe mir ganz einfach überlegt, ich habe noch eine kleine Tochter, die mich noch braucht. Ich meine, ich wäre jetzt nicht von heute auf morgen gestorben, aber früher oder später. Also ich hätte mit Sicherheit ein kürzes Leben gehabt. Die Ärzte haben mir das Gleiche im Endeffekt gesagt, dass meine Tochter mich auch noch länger braucht. Ja. Und das war dann eigentlich auch ausschlaggebend. Ja, Menschen mit Adipositas werden wirklich in diesem Land und in diesem Gesundheitssystem alleingelassen. Vor allem mit extremer Adipositas braucht man natürlich einen großen Aufwand, um diesen Menschen zu helfen. Und hier ist oft die Operation die einzige wirksame Behandlung. Und selbst für extrem adipöse Menschen, die wirklich alle möglichen Begleiterkrankungen haben, sind die Kassen nicht bereit, diese Operation nach medizinischer Prüfung wirklich zu bezahlen. Das ist natürlich entwürdigend für die Menschen, die davon betroffen sind, die natürlich massiv unter ihrem Übergewicht und den Begleitkrankheiten leiden. Die Zuckerindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund 30.000 Landwirte bauen Zuckerrüben an, die in 20 Zuckerfabriken in Deutschland verarbeitet werden. Bis zu 180.000 Jobs gibt es in der gesamten Wertschöpfungskette rund um Zucker. Es geht um Milliardenumsätze. Zucker zaubert. Ach, wie wäre das Leben traurig. Daher gab es schon immer den Versuch der Zuckerindustrie, die Gesundheitsgefahren eher klein zu reden. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr. Doch man weiß inzwischen seit Jahren um die Gesundheitsgefahren von zu viel Zucker. Warum wurde in Deutschland nicht schon früher etwas dagegen getan? Im Bundesernährungsministerium liegt ein schwerwiegender Konstruktionsfehler vor. Denn einerseits ist der Bundesernährungsminister zuständig für den gesundheitlichen Verbraucherschutz. Andererseits ist er aber auch zuständig für Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft. Also hier sind wirklich große konfligierende Ziele, die haben einfach ganz andere Interessen. Und das soll beides im gleichen Ministerium, von der gleichen Hand organisiert werden. Und das ist ein Interessenskonflikt, der offensichtlich großen Einfluss hat darauf, wie das Ministerium mit der Lebensmittelwirtschaft umgeht und wie zaghaft eigentlich die Politik die Wirtschaft anfasst. Darüber hätten wir gerne mit dem zuständigen Bundesminister gesprochen. Doch er lehnt ab. Das Ministerium antwortet schriftlich. Aus Sicht des BMEL ist durch die gleichzeitige Zuständigkeit für gesundheitlichen Verbraucherschutz und für die Landwirtschaft kein Interessenskonflikt gegeben. Das BMEL verfolgt einen ganzheitlichen ernährungspolitischen Ansatz. Dazu setzt BMEL auf Maßnahmen, die eine wertschätzende, ausgewogene und maßvolle Ernährung zur Vermeidung ernährungsbedingter Krankheiten befördern. Diese Haltung des Ministeriums kommt den Lobbyisten gelegen. Vor allem Herstellern von zuckerhaltigen Limonaden wie Coca-Cola. Wir gelangen an eine interne Präsentation des Unternehmens. Es ist die EU-Strategie von März 2016. Man will Steuern auf Produkte bekämpfen. Hier in Englisch Fight Back.
Denn Coca-Cola stuft die Auswirkungen als sehr hoch ein. Konfrontiert mit unseren Recherchen antwortet das Unternehmen: Wir wollen mit wirksamen Initiativen unseren Beitrag im Kampf gegen Übergewicht leisten. Unser Ziel ist es, Konsumenten dabei zu unterstützen, ihre Kalorienaufnahme zu kontrollieren. Coca-Cola war immer klar darin, dass wir diskriminierende Steuern und Regulierungsmaßnahmen für eine einzelne Produktkategorie der Lebensmittelbranche, der Erfrischungsgetränke, ablehnen. Deutschland ist eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an gesüßten Getränken weltweit. Jedes zweite Erfrischungsgetränk ist stark gezuckert. Im Schnitt konsumieren wir pro Jahr 84 Liter gesüßte Getränke. Eine einzige Dose von diesem Energy Drink enthält 26 Stück Würfelzucker. Das ist das Dreifache von dem, was die WHO eigentlich empfiehlt, was man am Tag an Zucker verzehren sollte. Oliver Heusinger kontrolliert für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Lebensmittel und Getränke auf ihren Zuckergehalt. Mit erschreckenden Erkenntnissen. Die Getränkehersteller haben bislang kaum Anreize, den Zucker zu senken in den Getränken. Viele Länder, Großbritannien, Irland, Portugal, Finnland, sehr viele machen gerade, testen ein Modell, was von vielen empfohlen wird, auch von der WHO empfohlen wird, dass eben die Hersteller Geld bezahlen müssen, wenn sie zu viel Zucker beimischen und dadurch dann einen Anreiz bekommen, weniger Zucker in die Getränke zu mischen und dadurch auch einen Beitrag für die öffentliche Gesundheit leisten. Um die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen, nutzen die Zuckerlobbyisten vor allem das Internet. Gibt man als Suchbegriffe Zuckerinformationen oder Zuckerverbraucherinformationen ein, wird als einer der ersten Seiten Schmeckt richtig vorgeschlagen. Hier wird Zucker als wichtiger Inhaltsstoff angepriesen, der Genuss verspricht. Mögliche gesundheitliche Folgen des Zuckerkonsums werden hier eher verharmlost. Zum Beispiel mit der Frage, macht Zucker Diabetes? Und es gibt noch eine weitere Seite, die vorgeschlagen wird. IME Online, der Informationskreis für Mundhygiene und Ernährungsverhalten. Hier ein ähnliches Bild. Zucker sei wichtig und für Krankheiten wie Karies kaum verantwortlich, wenn man sich nur gründlich genug die Zähne putzt. Das Ganze nennt sich wissenschaftlicher Informationsdienst und wirkt seriös und vertrauenswürdig. Und hier entsteht der wissenschaftliche Informationsdienst. In einem Hinterhofbüro in einem Wohngebiet in der Nähe von Frankfurt. Es ist eine PR-Agentur. Pikant? IME Online wendet sich besonders an Schulen und Kindergärten. Mit Material zum Download, unter anderem mit dem Zahnlied. Generische PR-Kampagnen nennt man das. Mit vermeintlich pädagogischen Ansätzen, die Schüler im Sinne der Zuckerlobby beeinflussen. Denn die Internetseiten werden von der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker betrieben. Ihr Geschäftsführer ist Günther Thyssen. Das nennt sich ja generische Aufklärungskampagnen, so im PR-Deutsch. Warum glauben Sie denn, dass Sie das machen müssen, diese Webseiten jetzt auch? Also wir sind der Auffassung, dass wir uns der Verantwortung stellen, die wir natürlich insgesamt auch als Teil der Lebensmittelwirtschaft haben. Ich finde es eigentlich eher verantwortungsvoll, dass wir sagen, uns wirft man vor, ja, dass Zucker bestimmte Krankheiten verursacht. Wir sind der Auffassung, daran ist nichts dran. Günther Thyssen wechselte übrigens vom Ernährungsministerium zur Zuckerlobby. Dass die WHO eine viel niedrigere Aufnahme von Zucker empfiehlt, sieht er ebenfalls als wissenschaftlich nicht begründet an. Ja, dann kann man sagen, es ist ein Studienstreit, der sicherlich dann hin und her geht. Und es ist dann sicherlich auch die Frage, wer denn eigentlich die wissenschaftliche Studienlage dann eben angemessen entsprechend abbildet. Aber es ist ja immerhin die Weltgesundheitsorganisation. Wir haben ja auch über unsere europäischen Organisationen da natürlich versucht, auch ins Gespräch zu kommen. Aber man hat noch nicht mal das Gespräch mit uns
uns geführt. Da muss man sich natürlich auch wundern, was das dann natürlich für eine entsprechende Kultur ist. Ihr Argument? Zuckerkalorien seien durch mehr Bewegung abzubauen. Im Schnitt muss man jedoch bereits für einen Teelöffel Zucker 5 Minuten Treppen steigen. Es ist auch die Alltagsbewegung. Die Alltagsbewegung spielt natürlich auch eine Rolle. Alle reden dann immer vom Sport und sagen, ja, wir gehen so viel ins Fitnessstudio wie früher. Nein, es geht um die tägliche Bewegung, die alltägliche. Nehmen Sie die Treppe, ja? Laufen Sie etwas weiter zum Bus. All das sind Möglichkeiten, wo jeder selbst eben aktiv werden kann. Die Zuckerindustrie hat sich auch sehr stark darauf fokussiert, den Bewegungsmangel bei Kindern, bei Jugendlichen als entscheidende Ursache für Übergewicht anzusehen. Das sind natürlich alles mehr oder weniger Ablenkungsmanöver und das ist keine faire Darstellung der wissenschaftlichen Daten, die wir zu dieser Frage haben. Auf den deutschen Staat kommt durch Übergewicht und Diabetes eine enorme gesundheitspolitische Herausforderung zu. Lange standen zu sehr die Wirtschaftsinteressen der Zuckererzeuger und der Lebensmittelindustrie im Vordergrund. Zum Nachteil von mehr Kennzeichnung, Transparenz und Verbraucherschutz. Wir brauchen eine bessere Kennzeichnung, dass wir sofort erkennen auf der Vorderseite der Verpackung, wo ist viel, wo ist mittel, wo ist wenig Zucker drin. Das Marketing, die Werbung an Kinder mit Comicfiguren und Ähnlichem muss endlich beschränkt werden, dass nur gesunde Produkte solche Werbung machen dürfen. Und es braucht Anreize, dass die Getränkehersteller weniger Zucker in die Getränke mischen. Dafür muss es finanzielle Anreize geben. Wir schlagen Sonderabgaben vor, die dann zweckgebunden verwendet werden für die Förderung von gesunder Ernährung. Im Adipositas-Zentrum Forchheim hat sich Susanne Bayer den Magen operieren lassen. Auch hier ist zu spüren, die Gesellschaft hat sich verändert. Adipositas ist mehr geworden, Diabetes ist mehr geworden. Das hat sich massivst in den letzten 3-4 Jahren verändert, sodass wir hier natürlich auch vom Klientel her uns ganz anders aufstellen müssen. Allein im stationären Bereich. Wir brauchen andere Stühle, wir brauchen andere Betten, wir brauchen andere Liegen. Für die Zukunft haben wir genug zu tun. Alt. Möchte haben Sie warme Hände. Passen Sie mal da an. Susanne Bayer muss lernen, ihre Ernährung umzustellen und ihr Körperfett zu reduzieren. Sie war lange Zucker- und Fastfood-Junkie. Unzählige Diäten blieben wirkungslos. Jetzt muss sie das Essen ganz neu erlernen. Ein beschwerlicher Weg liegt hinter ihr und vor ihr. Also zu vermeintlich versucht man, den Verbraucher gut aufzuklären. Aber wenn Sie im Detail einfach mal nachlesen, ist das gar nicht so. Dazu müsste ich schon Fachkraft sein, um da viele Dinge zu verstehen. Und manchmal ist es einfach nur, dass man sagt, kauft nicht mehr Lebensmittel, die 5 Zutaten haben. Alles, was über 5 Zutaten als Produkt enthält, ist eigentlich nicht ein gutes Produkt. Geht auf die ursprünglichen Lebensmittel zurück. Wie schmeckt ein Apfel? Wie schmeckt ein Erdbeeren? Deshalb sind wir vielleicht irgendwo alle Opfer einer gewissen Angebotsform, die uns tagtäglich ja auch entgegenspringt. Obwohl Adipositas und deren Folgeerkrankungen rund 22 Milliarden Euro jährlich an Behandlungskosten verursachen, braucht die Zuckerlobby in Deutschland bisher kaum mehr Regulierung zu fürchten. Und daran will das zuständige Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft unseren Recherchen nach auch nichts ändern.